Geraden. Ich versuche aber vor allem meine Erfahrungen aus den letzten Jahren auf der Straße unter der Bevölkerung wiederzugeben, nämlich letztendlich, was die realpolitischen Probleme sind mit der Zuwanderung im Allgemeinen und natürlich mit der Zuwanderung von vor allem bildungsferner Menschen aus völlig fremdartigen Kulturkreisen. Das möchte ich jetzt in den nächsten Minuten ein wenig beleuchten. Und nochmal kurz zurück auch zum Islam. An und für sich vertritt ja die Freiheitliche Partei als Parteilinie diejenige Linie, dass wir den Islam durchaus als Weltreligion respektieren, mit allen seinen Gefahren und Weiterentwicklungspotenzial. Wurden ja schon ein paar Punkte jetzt gebracht, aber wir sagen auch ganz eindeutig, und das hat ja auch Susanne Winter seinerzeit zum Ausdruck gebracht, er soll dort bleiben, wo er herkommt. Und das sage ich ganz bewusst. Wir wehren uns und wir werden uns auch zukünftig mit Händen und Füßen wehren gegen diese Massenzuwanderung muslimischer Menschen nach Europa, denn man muss einfach feststellen, wurde vorher auch schon ein paar Mal angesprochen, dass der Islam eben kein Teil österreichischer oder europäischer Leitkultur ist und damit auch nicht unserer Werte. Und da sagt ja auch die folgende Zahl aus, dass im Moment bereits über 20 Millionen Muslime in Europa verteilt vorhanden sind, wenn ich das jetzt einmal so ausdrücken darf. Aber wir wissen natürlich, dass sich diese Muslime sehr stark auf bestimmte Länder konzentrieren. Also wenn man heute nach Frankreich schaut, nach Deutschland schaut, nach Holland schaut, nach Belgien schaut, nach Österreich schaut, in gewissen Regionen, dann weiß man, wo der Großteil dieser Menschen ja, versucht hat, unterzukommen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Andreas Mölzer hat in diesem Zusammenhang vor einigen Jahren auch vom sogenannten Einwanderungsislam gesprochen, mit all seinen Problemen, eben fremder Kulturkreis. Da möchte ich den prominenten, bekannten Verhaltensforscher, den österreichischen, nämlich Irenaeus Eibel-Eibesfeld, hier ins Spiel bringen, der festgestellt hat, dass eine funktionierende Gesellschaft mit gewissen kulturellen Werten maximal 10% an kulturfremden Menschen aushält. Und dass eben eine Begrenzung der Immigration aus kulturell und anthropologisch fernerstehenden Populationen notwendig ist. Das heißt, ich bringe es nochmals auf den Punkt, 10% kann man noch ganz gut auffangen, integrieren, wenn man das jetzt so sagen will. Und da sind wir natürlich in gewissen Bereichen in Wien, aus Holland wurden uns ja bereits Horrorzahlen gemeldet, bereits leider meilenweit entfernt. Ich möchte jetzt noch ein paar Daten und Fakten der sogenannten Zuwanderung liefern. Sie hat natürlich Auswirkungen auf die demografischen Strukturen. Hat uns der Kollege aus Holland mitgeteilt, dass ungefähr 50% in Amsterdam bereits Zuwanderer sind. Ich nehme an, der meiste Teil werden muslimische Zuwanderer sein, dieser 50%. Dasselbe stellte auch die Österreichische Akademie der Wissenschaften fest. Und ich halte hier fest, dass es natürlich keine freiheitliche Wissenschaftsakademie ist, sondern es ist eine ganz normale Akademie, eben die Österreichische Akademie der Wissenschaften, die ebenfalls festgestellt hat. Und der freiheitliche Parlamentsgruppe hat sich dann die Aufgabe gemacht, hier einen Mittelwert aus mehreren Entwicklungsszenarien dieser Österreichischen Akademie der Wissenschaften auszurechnen, dass nämlich bis ins Jahr 2040, 2050 schon ungefähr 50% der Bevölkerungsanteile muslimischer Herkunft oder muslimischen Glaubens sind. Und das sind natürlich Entwicklungen, die denen entgegenzutreten sind. Man muss sich ja die Frage stellen, wird man zur Minderheit im eigenen Land? Bei diesen Zahlen muss man sagen, ja. Und hier müssen wir, wie gesagt, gemeinsam entschieden dagegen treten. Das Ganze, wenn wir heute nach London blicken, wenn wir uns die Ereignisse in Paris vor wenigen Jahren vor Augen führen, wenn wir nach Berlin schauen, dass natürlich diese Art der Zuwanderung, nämlich, ich versuche das immer wieder zu wiederholen, kulturfremder Personen und bildungsferner Personen, dass das natürlich entsprechenden sozialpolitischen Sprengstoff bringt. Warum? Letztlich hat man ausgerechnet, dass wenn man heute eine Leistungs- und eine Geldbilanz zieht zum Thema Zuwanderung, man vom Mythos Zuwanderung sprechen kann. Da gibt es verschiedenste Studien, Autoren, die das klar festgestellt haben, auch interessanterweise der ehemalige Finanzminister aus Deutschland, ein Sozialist, nämlich Bernd Steinbrück,
der in seinem letzten Buch, das nennt sich Unterm Strich, zum Besten gegeben hat, dass die Zuwanderung, wie sie in den letzten Jahrzehnten nach Deutschland stattgefunden hat, eine Zuwanderung in die sozialen Sicherungssysteme war. Vorbei am Arbeitsmarkt. Das heißt, einnahmenseitig, das muss man hier festhalten, haben die meisten europäischen Staaten von der sogenannten notwendigen Zuwanderung genau gar nichts. Auf der anderen Seite, auf der Ausgabenseite, also bitte, da gibt es ja seit Jahren die Forderung von der Freiheitlichen Partei, dass man endlich einmal zwei Sozialversicherungsschienen schafft, nämlich für die Österreicher, ich weiß, da sind natürlich auch Eingebürgerte dabei, aber da gibt es auch sehr fleißige und anständige darunter, und für die Ausländer. Da würde man dann drauf kommen, dass natürlich auf der Ausgabenseite hier ein massives Defizit vorherrscht. Ja? Das heißt, und da gibt es eine Aussage des Universitätsprofessors Birk aus Deutschland, der sagt, zu den ökonomischen und fiskalischen Auswirkungen, es ist eine deutliche Umverteilung von den Einheimischen zugunsten der Zuwanderer festzustellen. Das heißt, wir spucken uns in die Hände, leisten etwas, verdienen Geld, leisten Abgaben und die anderen, ich sage das einmal ganz brutal, sacken ein. Und von Zuwanderung profitiert in erster Linie der Migrant. Na, no, na, nicht. Das, was wir alles schon wissen, wird natürlich auch in diesen Studien bestätigt. Und wir haben es auch ganz massiv mit sogenannten Ausländerghettos heute zu tun. In Wien natürlich schon, ja, diplomatisch ausgedrückt, in Ansätzen erkennbar, in manchen Bezirken, glaube ich, kann man schon von Ausländerghettos sprechen, werden dort ganz gezielt Parallelgesellschaften, muss ich eigentlich mich selber wieder korrigieren, nein, es sind bereits Gegengesellschaften, die hier gegründet werden. Und vor allem, da sind wir wieder bei unseren Freunden mit muslimischem Hintergrund, vor allem in dieser muslimischen Community, wie man heute auf Neudeutsch sagt. Dort hat man eigene Friseure, eigene Fleischhauer, man ist nicht interessiert, sich in die Gesellschaft einzubringen. Und mir ist da ein Interview mit einem jungen Türken in einer deutschen Sendung in Erinnerung, der gesagt hat, verzeihen Sie mir die Worte, er scheißt auf Deutschland. Fragt ihn der Reporter, ja, aber bitte, warum sind Sie denn dann hier? Weil er eben alles bekommt. Er bekommt alles nachgeworfen, man bläst ihm sozusagen die Schuhe auf. Mit allen fiskalischen Vorteilen, die hier leider Zuwanderer haben. Was sind eben diese Ergebnisse von diesen besagten Gründen? Das sind Unruhen, ich habe es vorher eingangs erwähnt, wir brauchen nur in den jüngsten Fällen nach London blicken. Man hat seitens der Systemmedien sofort erklärt, dass es reine Jugendunruhen sei. Ja, sicherlich waren ein paar Engländer dabei, aber vermutlich die meisten bereits eingebürgert und wir wissen, wo die meisten dieser Gewalttäter ihren Ursprung haben. Und das ist genau das Problem oder die Auswirkungen, die wir oder mit denen wir hier in Europa zu kämpfen haben. Eine Zusammenfassung: immer mehr Menschen, und das ist auch meine Hoffnung, und immer mehr offizielle Stellen kommen drauf, dass letztendlich dieser multikulturelle Schmelztiegel, den vor allem die internationale Linke fordert, aber auch die sogenannten christlich-sozialen Parteien, nämlich über den Wirtschaftsansatz, weil man ja geglaubt hat, man kann sich mit einer gewissen Art der Zuwanderung billige Arbeitskräfte ins Land holen, dass dieser Ansatz des multikulturellen Schmelztiegels endgültig gescheitert ist. Es gibt nämlich keinen Ort auf der Erde, wo diese Art der Zuwanderung, wo eben diese Multikulti-Politik funktioniert hat. Und ich möchte jetzt abschließend auf die Kollegen aus Holland zu sprechen kommen. Es gibt nämlich wirklich bereits Lichtblicke und auch ein paar Beispiele. Und ich habe mir einen Presseartikel rausgesucht, nämlich das Beispiel aus Holland, wo ich mir Kernpunkte der neuen Immigrationsnota des Innenministers Piet Hein Donner angesehen habe. Und ich möchte das jetzt vorlesen. Und zwar propagiert er endlich das Ende des multikulturellen Leitbilds. Fortan soll ausschließlich die holländische Kultur die Leitkultur sein. Immigranten, die in das Land kommen, müssen sich an die Gepflogenheiten anpassen. Ein Immigrant, der in die Niederlande kommt, hat eine Bringschuld. Das ist eine ganz entscheidende Sache, denn ich bin auch der Meinung, dass wir genügend Angebot haben an die Herren und Damen Zuwanderer, dass sie sich diese Dinge eigentlich selbst abholen sollen, denn das wäre für mich beispielsweise ganz klar und selbstverständlich, wenn ich ein Land bereise, wenn ich in einem Land arbeite, dass ich mich dort entsprechend anpasse an die Gepflogenheiten, dass ich mir das Angebot, was es ja in diesen Staaten oftmals gibt, auch abhole.
Also, sie fordern, oder der holländische Innenminister fordert, dass sich Zuwanderer an die holländische Gesellschaft, an die Werte, an die Leitkultur entsprechend anpassen. Und so sind ein paar Punkte in Aussicht gestellt, nämlich, dass ein Burka-Verbot eingeführt werden soll, dass Zwangsehen endlich unter Strafe gestellt werden sollen und dass die staatlichen Subventionen für Integrationskurse gestrichen werden sollen. Sehr geehrte Damen, es ist meines Erachtens ein Umdenkprozess bereits im Gange. Es ist zwar schon 11:05, aber ich bin überzeugt, und das ist auch der Grund oder eines der Hauptgründe, warum wir Politiker vor allem auch im Ring stehen, dass wir eben eine Trendumkehr, ein Ja zu unserer Heimat und zu den Völkern Europas einleiten. Und abschließend, sehr geehrte Damen und Herren, die FPÖ, und das kann ich Ihnen auch nach den jüngsten Diskussionen garantieren, wird sich inhaltlich in keinster Weise von diesen Themen, die uns Tag ein, Tag aus beschäftigen, verabschieden. Wir werden sie mit aller Deutlichkeit und Härte sagen, denn die Wahrheit ist und muss zumutbar sein. Danke.